Jo, da sind wir da bei Tales of Graces F. Beim letzten Mal sind wir hier durch den Zarfert angekommen und wollen nun auch weiter nach Zarfert gehen. Jo. Ab nach Zarferthafen. Wir sind durch die eine Höhle gegangen, außerhalb von Valenik. Ansonsten ist nicht viel passiert. Nö. Viel gekämpft, viel herumgelaufen. Wir haben einen Typen getroffen, der anscheinend im Rockergong drin war. Für den wir ein Rockergong-Fell holen sollen, was ich ja vorsorglich gemacht habe. Das hätte ich überspringen können, ja. Aber ich schätze mal, jetzt wird wahrscheinlich nochmal eine Cutscene kommen auf der Überfahrt. Ja, war klar. I have no memories of my past. All I can remember is being with Asbel and the others when we were children. They say I died protecting them. What does it mean to die? And why does it scare me? Everything is so cloudy, so dark. I want to remember, but I'm afraid. Will I die again someday? And then meet everyone again like I did this time? I refuse to trust people I know nothing about. Come on, Hubert. You still doubt them? Ha! If anything, my doubts have grown more urgent. Those two are hiding something. Mark my words. You dislike people you know nothing about? Well, yes, I suppose I do. So you don't like me? Huh? I don't know anything about myself. Does that mean you dislike me? No, it's not. You're not hiding things from us, Sophie. You just can't remember. It's different from what they're doing. So it's okay to not know if it's because the person forgot? Well, yes, I suppose so. Sophie, where's all this coming from? Nowhere. It's nothing. Philosophic Sophie denkt über philosophische Dinge nach. Wie der Name schon sagt. Von Sorgen geplagt. Jetzt muss ich kurz mal was schauen. Nee, noch kein Mystic Art. So, was bist du denn für einer? Als ich ein junger Mann war, nannte mich meine Freunde den Katerkönig. Ah, das lag in meiner unübertrefflichen Leidenschaft für magische Kater. Doch eines Tages verwarnte mir meine Mutter, dieses nutzlose Zeug wegzuwerfen. Als ich mich weigerte, nahm sie die Angelegenheit selbst in die Hand, als ich nicht da war. Keine Sorge, ich werde euch nicht bitten, mir eure magische Katerkarten zu geben oder so etwas in der Art. Ich möchte nur wieder ein paar anschauen. Je mehr ihr mir zeigt, desto reicher werde ich euch belohnen. Ja. Ah, es gibt nichts Besseres als magische Katerkarte. Wir haben Traubengummi bekommen. Und Meister Tonicum C. Also wir gerade mal etwas mehr als 10. Ich kann mal kurz durchzählen, wie viel wir eigentlich haben. 1, 2, 3. Ne doch. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fast eine neue Belohnung. In diesem Land ist es mir egal, ob man Mann oder Frau ist. Jeder dient Fendel so gut er kann und der Position, die ihm am besten liegt. Gut. Kätzchen? Truhe. Das Tätenteil. Machen wir was hier? Nö, wir können wieder gehen. Gut. Wir wollen nun nach Zarfert gehen. Das ist direkt hier oben. Ich meine, wir sind eigentlich sogar schon in Zarfert, oder? Ja gut, Zarferthafen. Aber das ist halt ohne nochmal ein extra Gebiet voneinander getrennt, einfach direkt angrenzend, wie es auch bei Grailside der Fall ist. Deswegen einfach mal hier hoch und da vorne sehen wir schon die große kalte Stadt. Kalt nicht nur wegen des, ja, wegen der Temperatur, sondern wegen den Maschinen finde ich die Stadt auch ein bisschen kalt. Sie ist so lebenslos. Zarfert, die eiserne Metropole. So this is Fendel's capital, huh? The fog sure is thick here. Steam is the main source of power in Zaffert. The fog you see comes from their machines. You sure studied up on this place.
It's common sense to know about your potential enemies. Is Strahda planning to war with Fendel? That possibility has been under some consideration. But that would leave Lant caught in the middle. We can discuss such matters later. We should go before the guards become suspicious. Right. Keep your eyes peeled for anyone who might be able to help us. Dann schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Oder auch nicht. Hold it! You're not from Fendel. Who are you? Damn. Step aside. I'll take care of this. We've just returned from a mission in Windor. Windor? What kind of an idiot do you take me for? My name is Malik Caesar. I have my credentials right here. Well, this all seems to be in order. I trust this clears up our little misunderstanding. Now, with your leave, we must report to Chancellor Eigen. You're meeting with the Chancellor? Yes, and I would hate to inform him that you were the reason we were delayed. Please, no! I'm sorry. Come on, man, let's get out of here! Frankly, I'm surprised they fell for that. How in the world did you get Fendolian military credentials? I had them prepared some time ago, just in case. You had them prepared, huh? Let's hurry up. There's no telling when they might catch on. Alte Militärdokumente. Yay. Da hat Malik aber gut verarscht. So, dieses Haus hier ist für eine Sidequest relativ wichtig. Den mit dem kleinen Mädchen da reden. Mami. Ich bin nicht deine Mami. Wer bist du? Ich bin Sophie. Entschuldigung, dass wir hier so reinplatzen. Wir gehen schon wieder. Nein, bitte bleib. Meine Mami kommt erst spät nach Hause und ich bin so einsam. Na gut, dann bleiben wir. Hey, fein. Du heißt also Lara? Passt du wirklich ganz allein auf das Haus auf? Ich könnte das nicht. Ja, und in dem Alter? Meine Mami hat so viel zu tun, weil sie für die Regierung arbeitet. Aber keine Sorge, mir geht's gut. Nicht schlecht. Die wenigsten Kinder zeigen solchen Einsatz. Stimmt's, Pascal? Du kannst das auch, Pascal. Danke. Ich weiß nicht. Hey, und was macht ihr so? Arbeitet ihr auch für die Regierung wie meine Mami? Tja, wir. Das ist ein Geheimnis. Streng geheim. Wir dürfen das keinem erzählen. Oh, cool. Dann seid ihr also seid ihr also Spione? Kann ich bei euch mitmachen, wenn ich groß bin? Wir überlegen es uns. Juhu. Sag mal, Lara, warum bleibst du eigentlich die ganze Zeit im Bett? Sophie, das ist unhöflich. Hey? Schon gut. Ich bin krank, schon seit meiner Geburt. Ich würde gern wenigstens einmal das Haus verlassen. Es tut mir leid, Lara. Schon gut, ich bin dran gewöhnt. Aber es wird einsam hier, wenn ihr wieder weg seid. Vielleicht sogar ein bisschen gruselig. Sophie geht weg. Hier, was ist das? Stell dir vor, das bin ich. Sophie? Checkst du das wirklich? Ja. Oh, danke, ich werde immer darauf aufpassen. Bring ihn dir später noch mehr. Viel mehr, damit du nie wieder einsam sein musst. Habe ich etwas Falsches gesagt? Nein, ich freue mich nur. Danke, Sophie. Gern geschehen. Aber, gut, aber jetzt gehen wir wieder. Bitte komm mich wieder besuchen. Gut. Bis zum nächsten Mal. Erstmal mitkommen. Da meint man jemanden durchschautsam und dann macht er etwas vollkommen Überraschendes. Mit so etwas hätte ich bei Sophie nie gerechnet. Sie hat etwas Gutes getan. Du solltest dich freuen. Ja, das hat sie. So, wir haben hier so eine kleine... Ich glaube, das ist die Buschbabypuppe, die wir schon mal hatten. Hier, bitte. Pitan! Er heißt doch Pitan, oder? Nein, angeblich heißt er Mojikun.
Ich dachte Pitan. Aber egal, er ist ja so niedlich. Jetzt haben wir hier so ein paar Puppen und haben wir noch eine? Hier, bitte. Ah, das sieht aus wie ein gruseliges Monster. Warum gibst du mir das? Tut dir nichts, es ist nur ein Kobold. Das ist also nicht gruselig? Er scheint eine sie zu sein. Das ist wohl eine Koboldine. Ja, das sieht vor allem, das Monster sieht sehr ähnlich wie eins der Monster, die man in Tales of Symphonia 2 haben kann. Und mehr Puppen haben wir nicht. Na gut, dann kommen wir später nochmal wieder, um ihr... Da ist die Tür. Um ihr noch mehr Puppen abzugeben. Dann gehen wir mal weiter. Rauben hier noch ein paar Truhen aus. Ah, mit Rains Carter. Lloyd Irving, wach auf. Damit wären wir bei 19. Ach, sagst du so. Drei meiner Männer wurden auf dem Zarwärtsberg verschüttet, aber jemand hat sie gerettet. Okay. Ich glaube, das hier ist eine Entdeckung hier. Wow, Zavert is like a whole town full of pipes. I can't imagine what it must have taken to construct all of this. Stop that, Sharia. A person could really get hurt if they fell from this height. Oh, you're worried about me? Oh, look at all the shiny little coins at the bottom. You see? I knew she'd end up copying you. I should have known that was the reason. Huh? Schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Hier haben wir noch eine Residenz. Kätzchen! Was zum Teufel hat die gerade gesagt? Ja, das ist eine verrückte Katze, die kriegt Lachs. Oh, willkommen daheim, Fer. Oh, verzeiht mich, ich habe euch mit dem Mädchen verwechselt, das hier lebt. Okay. Ah, noch eine Entdeckung. What a strange doll. There's another little doll inside it. There is something I should tell you, brother. Yeah? What is it? Someone within our group has yet to reveal his true nature. And like this doll, you always see the same face, no matter how many layers you expose. You're awfully proud of yourself for coming up with that, aren't you? This is no joke. Sorry. I will not be beguiled by this dubious man, nor do I intend to protect him. But he's one of us. Such naivete. Mark my words, there could be a connection between this man and King Richard's actions. Ja, unser kleiner Hubert ist von Zweifel geplagt bezüglich anderer unserer Teammitglieder. Schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Ich suche immer noch das Passwort. Ich glaube, mit dem da vorne möchte ich noch nicht reden. Das ist nämlich, um weiterzukommen, wenn ich mich recht erinnere. So, war das hier das Inn? Eine Residenz, okay. Eine ziemlich interessante Residenz. Weiter? Oder was? Ah. Oh, Prinzessinnen-Geschichten. Cool. Habe ich schon mal zwei davon. Ja. Schauen wir uns weiter um. Hast du eigentlich irgendwas? Kann ich meinen Mixer vielleicht aufladen? Nö. Irgendwas, ein seltenes Schwert. Das habe ich ja schon gekauft. Stimmt ja. Bis bald. Wo war nochmal das Passwort? Was? Hier? Ah, der ursprüngliche Name des Turms. Mhm. Ah, der Fendelturm. Der ist wahrscheinlich damit der Fendelturm gemeint. Nur. Wie hieß der denn früher? Lalalala. Nichts Besonderes. Gehen wir hier runter und kommen zum Marktplatz von Fendel. Was hast du denn zu sagen? Offizier. Was hast du? Das hier? Ah, Eisendorn. Gut, damit fehlt nur noch die Truhe. Dann sollen wir sie hier im Gasthaus finden. It's difficult for me to believe Strada and Fendel are on the verge of war. So, what will happen if there's a war? Is everyone going to die? We won't let that happen. Asbel won't, I won't, even Hubert won't. But whenever I think about dying, I get scared. It's like my whole chest tightens. What? I wonder if that's a part of her remembering the time she protected us. Come here, Sophie. I'm sure you just had a bad dream. There's nothing for you to worry about. We're here for you, no matter what happens, okay? It's our turn to make sure you're out of harm's way. Sharia?
We've already gone through so much. I don't want anyone to have to suffer again. Noch eine? I see. That's a great point. Well, it was fairly obvious. What's going on? We're checking out Asbel. Doesn't he seem a little strange to you? Maybe. Guess I should just ask him. Hey, Asbel! Hmm? Listen, you've been acting all distant lately. Did something happen? Well, Pascal? Yeah? The truth is, it's... Surprise! Huh? What? Happy birthday! Oh my gosh! What? You guys are the best! Something like that? Something like what? Ja. Möchtet ihr einen Knochen auf, möchtet ihr eure Knochen mit einem Gläschen Chili Lee Koffer? Oh, Verzeihung, das ist natürlich nicht für Minderjährige. Schauen wir uns mal ein bisschen hier weiter um. Ruhe. Ich meine, die war irgendwo hier im Innen. Hoffe ich mal. Da. Du da. Ja. Dann gehen wir noch mal ein. Hi. War doch Eisendorn, oder? Oder ist gerade falsch mit Erinnerung? Hey, Leute. So. Das Buch der... Ja, und Gerüchteliebhaberin. Dafür, dass wir Truhen geöffnet haben? So, hier ist ein Mülleimer. Abfall weggeworfen. Ganz viel Abfall habe ich jetzt weggeworfen und... war anscheinend auch nicht genug. Okay. So. Na komm, rufen wir uns mal eine Runde aus. Ich weiß gar nicht, ob sie nötig haben, aber... einfach so. So, schauen wir uns mal ein paar Anfragen an. Das Rockergong-Fell können wir geben. Rohmaterial. Das bekommen wir noch. Krabbe, ein teurer Schreibtisch. Puh. Muss ich mal gucken, wie ich den herstelle. So, erstmal Rotbein. Jetzt muss ich mal gucken, wie sieht es mit dem Titel aus. Sophie ist schon fertig. Dann bekommt sie erstmal hier von Sorgen geplagt. Das ist noch ganz am Anfang. 1400 dafür. Was hast du jetzt noch für Anfragen, die ich abgeben kann? Nehmen wir erstmal das ab. Für 2000 dürfte aber eben auf jeden Fall noch reichen. Da wechsle ich mal eben. Da wechsle ich auch mal eben. Reicht und reicht und... kann ich drauf wechseln, wie sieht es hier aus? Na gut, dann lernen die noch zu Ende. Und dann gehen wir mal das Rockergong-Fell ab. Hey, hallo, wie ich gehört habe, habt ihr die Ware. Boah, Moment mal, seid ihr euch sicher, dass das richtig ist? Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Hä? So zeigt ihr also eure Dankbarkeit. Ihr solltet wissen, dass wir für dieses Fell unser Leben aufs Spiel gesetzt haben. Das ist aber eine ganz schön harte Nuss, hm? Hart trifft es nicht mal annähernd. Ja, ich schätze, es ist größer geworden, als für ihn gut ist. Größer als für ihn gut ist? Ja, so ähnlich wie ihr. Von mir ist hier nicht die Rede. Der Rockergong ist etwas Besonderes. Er ist schon super stark auf die Welt gekommen. Die letzten zwei Jahrhunderte lang stand er an der Spitze der Nahrungskette. Macht euch Sorgen, dass er dem hiesigen Ökosystem schaden könnte? Die Bewohner von Strata beschreiben ihn als friedlich und gutmütig und sie haben damit nicht Unrecht. Aber ich fürchte, dass sein Gehirn über die Jahre Schaden genommen hat. Das Biest wird nur aggressiver, wenn man ihn, wenn ihm nicht jemand eine ordentliche Prügel verabreicht. Ein Bürger Fendels wäre über diese Entwicklung hoch erfreut, vor allem wenn sie Ärger für Strata bedeutet. Ja, ich bin mir sicher, dass manche Leute so denken würden. Aber ich bin nicht manche Leute, ich bin ich. Ihr redet trotzdem immer noch wieder wirres Zeug. Ihr redet immer noch wirres Zeug. Und trotzdem, allmählich fange ich an, euch zu glauben. Vielleicht wollt ihr euch uns anschließen, wenn wir dem Rockergong das nächste Mal gegenüberstehen. Wir können euer Wissen gebrauchen. Nein, da muss ich passen. Meine Augen sind wirklich schlecht und ich brauche eine neue Brille. Viel Glück. Außerdem habe ich keine Lust, zwischen zwei kämpfenden Monster zu geraten. Wen nennt ihr da ein Monster? Ich meine ja nur, ihr seid ja ziemlich groß. Du bist fast gleich groß. Imposante Figur. So, schauen wir mal. Wow, das war sogar ziemlich gut gelernt. Hier oben haben wir nichts. Dann ist dann hier ein stattlicher Paragon. Oder nur Paragon. Ne, was war Paragon? So, den lernst du. So, oder? Ach, jetzt sind hier nur so viele. Ja, dann lernst du das hier. Na, wobei. Nee, lass mal das zu Ende lernen. Kann das noch weiter lernen? Kann da weiter lernen? Kann da weiter lernen? Und das ist fertig. Also dahin. Gut, dann... ja. Schauen wir uns mal. Ich glaube, das war schon alles von der Stadt. Hier unten, wenn wir halt nur wieder da am Anfang hinkommen.
Hey, wollt ihr Plüschstück kaufen? Ich habe es selbst gemacht. Eine Plüschkatze kostet nur 10 Gold. Jo, nehmen wir. Können wir auch dem Mädchen abgeben, werde ich aber auch erst machen, wenn wir ein paar mehr haben. Gut, und wir sind wieder am Anfang der Stadt. So, und da ist noch so einer, der so ein bisschen macht. Schauen wir mal kurz hier rein. Irgendwas, was ich kaufen muss. Ich kaufe mir erstmal ein bisschen Lachs für die Katze einfach mal und ein bisschen Kabel, ja auch. So, zwei Stempel haben wir bekommen. Ja, nur bei 3. Ich werde mal gucken, dass wir vielleicht noch irgendwas dualisieren. Na, wobei, ich werde das mal einkaufen. Machen wir erst in der nächsten Folge. Das war's mal wieder von Tales of Graces F. Bis zum nächsten Mal. Ciao.